Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Zock-Kanal zu einer weiteren Folge F21-24 hier mit den Alpinen in Zandvoort im Kampf gegen Max Verstappen und auch Lando Norris. Den darf man echt nicht unerwähnt lassen. Und auch Lando Norris hier in der Meisterschaft, also gegen beide Red Bull. Ich kämpfe da leider alleine, weil ich keinen Teamkollegen habe, mehr oder weniger. Ja, es ist nach wie vor super spannend. Wir warten auf Upgrades, um wieder ganz oben zu sein. Momentan sind wir ein bisschen abgefallen. Die McLaren momentan das beste Team von allen. Danach kommen die Aston Martin und danach kommen wir. Mercedes hat echt gut aufgeholt, muss man sagen. Deswegen sind die auch in der Zeit wieder stärker. Dann haben wir die Red Bull, die Visa Cash App und die Ferrari kommen auch immer näher dran. Interessant ist irgendwie, dass Williams, die Sauber und die Haas überhaupt nicht vorankommen. Gefühlt, also leider ist hier wenig Durchmischung und ich hoffe im nächsten Teil, ne, gibt es irgendwie die Option, Sachen in der Karriere immer von Saison zu Saison bearbeiten. Das wäre so geil, wenn man einfach jetzt sagen könnte, yo, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, so mit Zufallsprinzip, dass man selber manuell das einstellen kann. Und dann kann man ja würfeln, wie man es will, bla, da kann man so viel anstellen. Und dann einfach in der nächsten Saison ist plötzlich so Williams das beste Team. Man könnte so viele geile Szenarien bauen. Yay, gibt uns das mal, oder Codemasters, aber gut. Wir gehen erstmal rein jetzt hier ins Qualifying. Wir gucken, was hier in der Heimat von Max Verstappen geht und ob wir uns möglichst ganz vorne platzieren können. Wir gehen jetzt gleich in unsere erste Runde. Das Gute ist, wir haben auf jeden Fall freie Fahrt hier. Niemand, der uns im Weg steht. Ins Q2 sollten wir eigentlich relativ easy kommen. Was auch crazy ist, dass wir bald 100 Folgen haben, also auch da. Vielen Dank für euren Support und dass ihr hier immer wieder einschaltet. Also da fetten Dank. Macht mir unheimlich Spaß hier, F1. Also dieser Teil hier ist bisher, glaube ich, echt der spaßigste, den ich in den letzten Jahren gezockt habe. Aber ich will nochmal Danke an euch sagen für den ganzen Support immer. Auch in den Kommentaren und Co. Könnt mir ja gerne mal reinschreiben, seit wann ihr mit dabei seid. Ob ihr irgendwann mitten eingestiegen seid oder seit der ersten Folge mit am Start seid. Oder vielleicht schon ab welchem F1-Teil. Manche von euch sind ja schon länger mit dabei. Dafür auf jeden Fall auch nochmal fetten Dank. Und jetzt hier zweiter Sektor, ja. Halbe Sekunde schneller als Joe. Jetzt hier eben ein bisschen Zeit verloren. Noch bin ich auch ganz froh, dass EAFC erst in ein paar Wochen ist, sodass F1 noch ein bisschen weitergeht. Leider habe ich keine Zeit für 3 Videos am Stück, deswegen wird es irgendwann rausfallen. Wir sind jetzt mit einer 1.10.4 hier. Ah, es ist okay, komm, Platz 10 erstmal, aber ich denke, wir sollten einen groß genugen Abstand haben vor Berman und Co. Der hatte, glaube ich, eine 1.11.3, also 9 Zehntel, aber gucke ich gleich mal. Ja, eine weitere Runde war überhaupt nicht nötig. Hier haben wir, hat sich Berman nochmal verbessert? Nein, Berman war nämlich vorhin auf 16 mit seiner 1.11.3 hier. Ich glaube, die war nochmal einen Ticken höher, da hat sich nochmal leicht verbessert. Am Ende konnte Ju sich nochmal verbessern, aber es ist mehr als genug Abstand gewesen, als dass man da noch eine Runde fahren hätte müssen. Aber wir dürfen in diesem zweiten Sektor nicht nochmal den Fehler wiederholen, denn es ist sehr eng. Was bedeutet möglichst eine fehlerfreie Runde, wenn man ins Q3 kommen will? Regen steht unmittelbar bevor. Regen steht unmittelbar bevor. Sei vorsichtig da draußen. Trockenreifen passen gerade am besten. Ihr habt es gehört, Regen steht bevor. Das heißt, wir müssen jetzt eine gute Runde setzen. Weil wenn es sonst gleich regnet, dann sind wir im Eimer. Deswegen hoffen wir, dass wir es schaffen. Ricciardo müsste jetzt eigentlich auch nochmal rausfahren. Jetzt müsste eigentlich die ganze KI, die gefährdet ist, nochmal rausfahren. Leider ist die da nicht ganz so schlau. Aber wenn du jetzt nicht nochmal rausfährst, dann war es das mit Verbesserung. Das heißt, Ricciardo beispielsweise wäre raus. Und das würde man ja in der Realität so nie machen. Wenn man weiß, es regnet, dann würde man ihn nochmal sofort rausschicken. Gerade Ricciardo im Alpine, wo man weiß, ja, der kann sich verbessern. Bisher regnet es aber noch nicht. Da haben wir echt nochmal Glück, dass wir die Runde hier wohl hinkriegen ohne Regen. Kleiner Querstär. Bestzeit im zweiten Sektor. Ich verbremse mich schon wieder an dieser Stelle hier. Ah, das ist nicht optimal gelaufen. Ich fighte jetzt hier. Zweimal an der gleichen Stelle verbremse natürlich ein bisschen bitter. Die Runde ist nicht optimal. Das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, oder? 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 Nee, 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 nee. Ah, der zweite Sektor, beziehungsweise nach dem zweiten Sektor direkt. Leider wird es gleich regnen.
Ach, kann ich nochmal eine Runde drehen mit den Reifen? Ich probiere es jetzt mal. So, jetzt hat es gerade angefangen zu regnen, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt liefern. Es ist noch... Es hat angefangen, aber es dürfte noch Bedingungen sein, wo man es schaffen kann. Und die Reifen sind auch noch nicht so schlecht. Aber jetzt müssen wir wirklich fehlerfrei bleiben. Und ich hoffe, der Regen hat noch nicht den größten Impact. Das wird jetzt spannend, ob wir uns da nochmal reinqualifizieren können oder ob die Fehler einfach zu viel waren. Ja, wenn wir von der Zeit ähnlich sind, selbst wenn es ein, zwei Zehntel ist, ist es nicht schlimm, wenn wir dann nachher den Fehler nicht begehen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Kleiner Crash der hier. Ja, ich fahre jetzt am Maximum, logisch. Und deutlich langsamer. Schlechtere Reifen, schlechtere Bedingungen. Das macht's alles nicht einfach. Aber wir versuchen's. Jetzt hier den Fehler vermeiden. Vernünftig rumkommen. Nee, das bringt trotzdem nicht so viel. Die Bedingungen sind zu übel geworden. Nee, leider nein. Ei! Es ist ein Schaden am Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Es ist ein weiterer. Wir tauschen ihn an der Box aus. Wir wurden auf P13 befördert. Ja, es ist ein weiterer großer Rückschlag, Leute, im Meisterschaftskampf. Beide Alpinen raus in Q2. Hier mal die Startaufstellung vom Niederlande Grand Prix hier in Zandvoort. Ich habe übrigens aus Versehen Dings übersprungen, wo wir ins Q2, also für uns wie Q3, wo wir in Q2 rausgeflogen sind. Aber auf jeden Fall hat sich Russell hinter Piastri qualifiziert auf 2. Piastri dementsprechend Erster. Also der McLaren, der vermeintlich schnellste Wagen, ist auch auf der 1, Verstappen beim Heim-Grand Prix auf 3, hinter ihm Alonso, dann Norris, dann Perez, extrem eng alles, Stroll, Hamilton, Leclerc und Ocon, hinter Ocon Tsunoda, dann Sainz, gefolgt von mir, dann Albon, Ricciardo hat wohl eine Strafe, Jaw auf 15, Vesti auf 16, Hülkenberg auf 17, Berman nur 18, ganz unten dann Fittipaldi und auf dem allerletzten Platz tatsächlich Danny Ricciardo wegen der Strafe. Hoffen wir mal, dass er im Rennen irgendwas leisten kann. Ja, wir fahren Soft Medium. Wir gucken einfach, was geht. So viele Punkte wie möglich holen. Und einfach hoffen, dass Verstappen nicht so viel punktet. Gehen wir wieder früh in die Box? Ich würde sagen, ja. Ich mache wieder einen etwas früheren Stop, wieder etwas aggressiver. Damit bin ich eigentlich bisher immer ganz gut gefahren. Let's go, Leute. Vom P13. Punkte sind auf jeden Fall drin. Ja, wir müssen halt möglichst nah dran kommen an Verstappen. Ah, wir kommen gut weg. Wir kommen gut weg. Besser als der Ferrari. Besser als Ocon, der kann da nicht zumachen. Jetzt noch an Tsunoda vorbei. Oh, vorne. Norris hat da, glaube ich, Probleme. Der fightet dann nämlich mit Perez. Und wir sind schon auf P10. Also der Start war super. Junge, aufpassen. Tsunoda. Über außen. Beschleunigungsduell. Wir haben jetzt natürlich auch ERS. Ich glaube, mein Frontflügel hat nichts Böses abbekommen. Das ist schon mal gut. Würde ich gleich nachfragen, falls ich da eine vernünftige Antwort kriege. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Alter, der hat nicht gut eingelenkt gerade. Jetzt muss ich aufpassen. Der hat sich überhaupt nicht eingelenkt gerade. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie schmutzige Reifen hatten. Nicht der Start, den wir uns vorgestellt haben, aber es ist noch nicht vorbei. Wow. Bleib konzentriert. Wow, was für eine Katastrophe. Okay, ich krieg nicht mal eine Antwort. Danke. Danke an das Team. Wow. Katastrophen-Grand Prix. Jetzt schon. Jetzt schon ein Katastrophen-Grand Prix für uns. Weil ein Red Bull ist auf der 1 und das ist Verstappen. Weil Norris kann das nicht sein. Ja. Wow. Einfach wow. Aber im absolut negativen Sinne wow. Alonso jetzt mit der schnellsten Runde und wir können gleich an Fittipaldi vorbei. Alonso hat gerade die schnellste Runde des Rennens hingelegt. Ja, der hat kein DRS hier, der Fittipaldi. Schnellste Runde gehört mir. Da sieht man mal, was möglich wäre. Ich denke auch, dass Punkte noch nicht mal unmöglich sind für uns. Ich werde auch wahrscheinlich den Undercut ziemlich vergrößern. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir in Runde 9 oder spätestens 10 eher Runde 9 tatsächlich die Mediums zu holen, weil die werden das aushalten bis zum Ende. Und dann einfach wirklich zwar am Ende da ein bisschen Tribut zollen müssen, aber so an vielen vorbeizukommen, weil alle überholen, wird mir mehr Zeit kosten, als früh in die Box zu kommen und dann wirklich gute Zeiten zu fahren und einfach zu pushen.
Deswegen, ich peile jetzt mal Runde 9 an für den Stop. Also deutlich, deutlich früher als geplant nochmal. Und dann gucken wir mal, ob mit dieser Herangehensweise was möglich ist. Ricardo jetzt hinter Berman und hinter Vesti, der hat da seine Probleme. Ich guck mal, ob ich hier auch ähnliche Probleme habe oder vorbeikomme. Worst Case wäre natürlich jetzt hier hinten festsitzen. Ricciardo, du müsstest doch schnell genug sein. Naja, aber das ist nicht so einfach hier. Naja. Ey, sorry, Danny. Ah, ich muss mich in Geduld üben. Ich will zwar jetzt gerade mit dem Kopf durch die Wand, am liebsten einfach durch da. Und ich denke halt viel an Verstappen, aber das muss ich für dieses Rennen abhaken. Für dieses Rennen muss ich mich jetzt auf diese Aufgaben konzentrieren. Verstappen erstmal vergessen. Einfach gucken, was geht. Alles andere bringt mir halt nicht viel. Aber als erstes wäre es schön, wenn ich an Ricciardo vorbeikomme. Wobei der leider ja auch Probleme hat, vorbeizukommen. Was mich eigentlich ein bisschen wundert, weil das sollte mit dem Alpine möglich sein. Ja, bitte. Er macht zu. Da ist kein easy Durchkommen. Jetzt müsste ich gleich einen guten Ausgang haben. Deswegen wird auch dieser frühe Stop so gut sein, weil dann überholt man die halt innerhalb der Box und nicht so regulär auf der Strecke. Weil das wird nicht einfach, wie man hier gerade sieht. Also... Nee. Oh, die haben sich berührt. Dadurch ist Ricciardo hier verlangsamt. Ich krieg die Strecke nur hier gerade so. Aber nein, auch in dieser Runde klappt's nicht. Auch in dieser Runde klappt's leider nicht. Radikaler Schritt, Leute. Ich gehe jetzt in die Box. Ich gehe jetzt in die Box. Es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, da rum zu fighten ohne Ende. Ich verliere dann nur Zeit. Guckt euch auch den Abstand mal an von dieser Dreigruppe, wo ich war, zu den anderen. Wir gehen jetzt in die Box. Es gab ein Problem beim Entfernen des rechten Hinterrads. Das ist natürlich nicht ideal, aber versuch wieder ins Rennen zurückzukommen. Ja, egal. Verlieren wir halt nochmal 2 Sekunden. Passt schon. Wir geben jetzt Gas. Einige sind jetzt in der Box, Leute. Interessant. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir am Ende jetzt landen. Nächste Runde dürfte da auch irgendwann mal Ricciardo und Co. reinkommen. Also, den Mercedes kriegen wir natürlich okay, nicht. Abstand zum Auto vor dir. 0,3 Sekunden. Oh, aber das ist Ocon. Ja. Wir sind vor Ocon hinter Russell, okay. Vor dieser Kampfgruppe, die da vorhin war. Das ist schön. Zumindest zeitweise. Eine Sache ist aber auch klar, die haben halt 5, 6 Runden bessere Reifen. Das macht sich vielleicht jetzt hier am Anfang noch nicht bemerkbar. Oder zumindest noch nicht dein stark. Dein ERS ist fast aufgebraucht. Du kannst die ERS-Modi in der MFA verwenden oder vom Gas gehen und die Bremse betätigen, um es manuell aufzuladen. Ja, was ich aber noch sagen wollte, ist, dass sich das auf jeden Fall irgendwann bemerkbar machen wird mit den Reifen. Spätestens, wenn meine bei 20% sind und deren Reifen noch richtig gut dagegen, dann, ja... Heißt es, sich eklig verteidigen? Aber wir sind nicht mehr im DS-Fenster. Ocon war, glaube ich, nicht mehr drin. Daniel ist an die Box gefahren. Daniel ist jetzt an der Box. Die letzten, die nicht waren, sind jetzt auch alle in der Box. Ja, Fittipaldi, Ricciardo und Co. sind kein Thema. Tsunoda, der ist auf P9. Boah, wenn ich jetzt noch vor ihm rauskomme, das wäre so gut. Ey, dieser Monster-Undercut war echt gut. Zeitweise. Also, wenn wir am Ende 9. werden, das ist sicherlich keine geile Platzierung, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber es ist natürlich deutlich besser, am Ende 9. zu sein. 2 Punkte plus schnellste Runde eventuell mitzunehmen. Als darum zu dümpeln, wo wir vorhin waren. Wenn auch klar sein muss, dass hier irgendwann ein Tribut bezahlt werden muss. Das muss man auch ganz klar erwähnen. Also ich glaube, so Runde 19, ab dann wird es eklig. Weil... Ja, wir nähern uns der 20%. 5 weitere Runden. Lass es dann bei 27 bis 30% sein. Dann wird es schwierig. Dann wird es mit Ansage schwierig. Ein paar Infos zu Hamilton. Er hat eine Art mechanisches Problem. Interessant. Hamilton hat ein mechanisches Problem.
Vielleicht scheidet der ja noch aus. Wir müssen aber nach hinten aufpassen, weil Tsunoda jetzt attackiert. Unsere Reifen sind jetzt bei über 30%. Das heißt, jetzt ist natürlich die Zeit der anderen. Ich kann mich erstmal grob verteidigen, wobei er ganz Zeit noch neben mir ist. Ganz schwer, jetzt versucht das hier über außen. Ich meine, die haben alle bessere Reifen als ich. Das muss man einfach... akzeptieren. Aber ich werde es natürlich versuchen, mich zu verteidigen, auch wenn es hart wird. 5 Runden haben wir Zeit, diesen 9. Platz plus schnellste Runde zu verteidigen. Boah, er ist jetzt hier außen. Er versucht es hier wirklich über außen. Er hat halt die besseren Reifen. Wenn sie bei mir jetzt so bei 30% sind, der ist irgendwie 7, 8 Runden später reingegangen. Die könnten bei ihm noch unter 15% sein. Vielleicht sind sie irgendwie so bei 17, 18, was weiß ich. Aber bei mir reden wir halt jetzt inzwischen von 32% und hinten links 29. Vielleicht können wir aber kontern, das wäre wichtig. Wir müssen dranbleiben. Ja, wir sind dran, wir sind dran. Also in die Punkte sollten wir auf jeden Fall fahren. Auch wenn das natürlich auch alles andere als garantiert ist. Aber Platz 9 wäre auch nochmal geil. Boah, er will dicht machen, das klappt nicht. Und wir ziehen wieder vorbei. Sehr schön. Ey, nein, ich habe da Probleme gehabt. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Nee, über außen klappt es nicht. Das darf ich ihn nicht wegfahren lassen. Ja, Probleme da bei der Rausbeschleunigung. Kann ich dranbleiben, ist die große Frage. Weil man merkt natürlich schon, dass er wegziehen kann, so ganz leicht. Hier bin ich jetzt auch ein bisschen Risiko, ein bisschen früher rauf. Aber es ging. Ohne Quersteher. Ja, wir sind dran, Ocon. Gegen den alten Teamkollegen. Und wir können gleich wieder attackieren, wenn wir hier jetzt keinen Mist bauen. Komm gut raus. Ja, Quersteher, ja. Lässt sich nicht vermeiden. Hamilton nur noch 8er. Auch hier wieder Quersteher. Ja, die Reifen machen sich natürlich bemerkbar. Jetzt nochmal spät rübergezogen. Versuch's innen. Ja, er lässt mir Platz. Fair von Ocon. Muss man sagen. 3 Runden noch. Fair von Ocon, dass er da nochmal aufgemacht hat. Denkt sich auch, ey, ich habe die besten Reifen, ich krieg dich schon. Aber ich verteidige mich hier gegen Esteban. Ich verteidige mich hier gegen Esteban Ocon. Hier darf ich halt kein RS verwenden jetzt. Ich muss es mir aufsparen für die langen Geraden, ne? Auch hier wieder Probleme, ey. Ich muss eng bleiben, ja. Auch hier muss ich eng bleiben. Ich bin nicht sonderlich schnell. Quersteher. Quersteher. Ja, jetzt Ocon. Über außen ist das schwer. Versucht hier jetzt in zu sein. Schafft er nicht. Wir haben gleich noch 2 Runden. Zweimal müssen wir das noch überleben. So, bleiben wir vor ihm. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Schwer. Aber ich bin in. Jetzt kann er hier reinstechen. Ich bin früh aufs Gas, so früh wie es mir möglich war. Und er versucht jetzt hier bei außen. Ich bin sehr weit in. Konnte deutlich früher aufs Gas. Junge, was ein Fight hier am Ende nochmal. Auch hier wieder RS sparen. Ich brauch's viel nachher. Für die 2 DRS-Zonen. Jetzt noch einmal hier. Dosiert nur Gas geben, weil sonst die Quersteher mir zu viel Zeit kosten. Auch hier nochmal schön. Hier jetzt wieder ein bisschen weiter. Ey, jetzt komme ich ein bisschen zu weit raus, ja. Jetzt treibt sich der Wagen ein bisschen nach außen. Aber das war in dem Fall gar nicht so schlecht. Nee, Ocon, hier wird's nichts. Hat er diesmal auch gar nicht probiert. Der konzentriert sich anscheinend auch jetzt auf die langen Gerade. Ja, ich fahre hier weit außen. Querstehreifen vorne links 38%. Man kann damit durchfahren, man ist halt noch nicht mehr sonderlich schnell. Aber wir haben sehr viel ERS und Ocon musste so ein bisschen federn lassen.
Ah, jetzt noch eine Runde. Eine Runde müssen wir noch überleben. Die letzte Runde des Rennens. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,3 Sekunden. Übrigens momentan Verstappen auf der 1, also der macht schon wieder Punkte gut. Ich bleib hier innen. Das war wichtig, dass er da nicht reinstechen kann. So, Esteban, jetzt versuch es. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,4 Sekunden. Ah, sehr schön. Sehr schön, wir haben mehr als genug. Ja, wir fahren ja mehr oder weniger auf letzter Rille. Jetzt nochmal Gas geben. Ne, der wird nicht nochmal rankommen. Also Ocon schafft es nicht nochmal. Verstappen gewinnt das Ding. Glückwunsch zur Meisterschaft, könnte man jetzt ein bisschen sagen. So. Ja, was soll ich sagen? Schadensbegrenzung, ne? Einfach nur Schadensbegrenzung betrieben. Das ist kein gutes Ergebnis, kein zufriedenstellendes. Es ist Schadensbegrenzung. Okay, hier mal das Endergebnis. Verstappen auf 1, Alonso auf 2, Norris 3., Piastri 4., dann Perez, Russell, Stroll, Hamilton, ich auf 9 und dann Ocon. Ricciardo 16. Ja, wir können es abhaken. Wir können es abhaken, ey. 80 Punkte hole ich nicht auf. Wenn wir am Ende in die Top 3 kommen, ist es immer noch ein geiles Ergebnis. Keine Frage. Top 3 Platzierung. Die Dominanz der Red Bull wird wohl 7 Jahre anhalten. Also konstrukteurstechnisch sowieso. Ja, das sind halt die Unterschiede. Verstappen macht keine Fehler oder so gut wie keine. Ich mache sie leider ab und zu. Red Bull macht strategisch bisher auch immer alles richtig. Wir machen sie nicht immer alles richtig. Und vor allen Dingen hat Max Verstappen nicht einen einzigen DNF. Wir hatten schon 2 DNFs. Und so kommen dann 80 Punkte Rückstand zustande, obwohl der Wagen nicht viel schlechter ist. Ja. That's it. That's it. Mal gucken, ob er nächstes Jahr angreift oder nächstes Jahr woanders fährt und da angreift. Keine Ahnung. Aber ich denke, in dieser Saison muss man einfach sagen, boah. Also wenn du nicht wirklich alles jetzt gewinnst und Verstappen noch dreimal ausfällt, dann, I don't know, also selbst wenn er zweimal ausfällt, Maximum kann ich 52 Punkte rausholen, halt 2 Siege plus schnellste Runde. Sieht so aus, als hättest du eine neue Rivalität. Das ist die perfekte Gelegenheit, der Welt zu zeigen, warum du in diesen Sport gehörst. Und mir zu zeigen, warum du zu meiner sehr exklusiven Kundschaft gehörst. Kleiner Scherz, ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Seit wann alle neuen Teile kann Ricciardo so viele Dinge in Auftrag geben? Einsetzen. Ich dachte, er kann nur 1 maximal. Aber okay, wir graden nochmal richtig ab. McLaren hat jetzt irgendwas verloren gehabt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Monza beim zweiten Heimrennen. Wir gucken mal, ob es da besser läuft. Ich melde mich ab und bye bye.